Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir spielen jetzt mal in einem neuen Clan. Wir werden jetzt auch nicht mehr mit Dominik DK abhängen, sondern halt mit anderen Leuten. So. Soll ich mal ein Testspiel an? Nee, tun wir nicht. Mit dem Deck. So. Dann fragen wir einfach mal ein Testspiel an. Vielleicht nimmt ja jemand an. Kann ja sein. Hey, wie ihr seht, sind zwei im Clan on. Also ich und noch jemand. Insofern müsste es jetzt eigentlich funktionieren. Funktioniert nicht. Gucken wir einfach mal. Da. Der ist nicht in einem Kampf. So, einfach nochmal. Okay, scheiß drauf. Okay, wie ihr seht, geht morgen die Herausforderung los. Ich denke mal, die werden wir auch gleich mal spielen. Ja. Und dann ist das hier soweit ganz gut. Jetzt gleich sehen könnt, ich habe meinen neuen Rekord geknackt. Und dann gehen wir jetzt mal kurz auf Clash of Clans. Weil dann wird das mein erstes Clash of Clans Video. Können wir auch nochmal gucken. Nee, kommt nicht. Ja, dann gehen wir jetzt auf Clash of Clans. Und mal gucken, was wir da denn so Gutes haben. Ich kann auch schon vorher sagen, ich bin nicht der Beste im Clash of Clans. Ich habe zum Beispiel, bin ich jetzt erst in meinem normalen Dorf bis Heiler zum Beispiel. Also, wie gesagt, halt noch nicht sehr weit, aber ich wollte halt trotzdem mal ein Video drüber machen. So. So, dann sehen wir hier jetzt gleich mal mein Nachtdorf. Das ist mein Nachtdorf. Ja, ich finde das eigentlich relativ schlecht. Sehr schlecht, um genau zu sein. Und deshalb möchte ich euch bitten, dass ihr ein paar Tipps gebt, wie ich das Dorf vielleicht noch verbessern kann. Ich bin jetzt halt auch nicht so übelst weit jetzt schon. Ja, wie man hier das auch gut sehen kann. Ich bin noch nicht sehr weit. Ich meine, jetzt Riesengar, der ist noch Level 4. Wir können jetzt einfach mal einen Kampf machen, komm. Kampf. Wenn das hier gehen würde, jetzt. So, dann gucken wir uns den erstmal an. Ich denke mal, da wird irgendwo der Tesla stehen. Und da steht das also. Zack. Greifen wir erstmal auf der Seite hier an. So, und dann greifen wir den zwei Riesen. Genau, da. So. Jetzt haben wir von beiden angegriffen. Verdammt. Die Doppelkanone hat ja alles zerstört. Naja, nicht das Dramatischste. Bitte holt. Ah, Schande. Nur einer geht auf den Bogenschützenturm. Nee, jetzt. Jetzt kommt's. Aber nee, zum Turm reichen. Also wie ihr seht, das. Ich kann im Moment nichts. Wir können einfach mal gucken. Vielleicht haben wir ja sogar gewonnen. Nee, haben wir nicht. Schade. Dann gehen wir jetzt mal, denke ich, normales Dorf. Da ist das Schiff. So, das hier ist mein normales Dorf. Auch nicht gar das Beste. Also wenn ihr Vorschläge habt, gerne.
Ich nehme sie gerne an. Oh, ich bin aufgestiegen in Silber 3. Ich bin bis Bronze 2 runtergegangen. Eigentlich war ich in Silber 2 sogar. Aber ich bin runtergegangen und dann wieder hoch. Ja, ich gehe jetzt gerade Stück für Stück wieder hoch. So, jetzt können wir hier noch ein paar Bäumchen fällen. Zumindest gleich. Wie ihr hört, bin ich ein bisschen angeschlagen. Also, es wird jetzt auch nicht das längste Video. So, die Beute kommen. Ich würde sagen, da wir hier noch ein bisschen Platz haben, zack, zack. Und dann noch eine Schnellausbildung direkt hinterher. So. Jo. Gerade aufgelevelt. Dann können wir auch gleich mal in Elixiersammler aufleveln. So. Ist voll. Dann suchen wir einfach mal einen Kampf und so. Gute Idee, über die Bühne zu bringen. What the fuck? Also das, naja, greife nicht an. Obwohl, ja, ist zu spät. Ja, ich würde sagen, der sieht doch ganz harmlos aus. Greifen wir einfach mal die Flanke hier an. Zack, da setzen wir. Jetzt setzen wir hier unsere Riesen mit einem Heiler hinterher. Dann noch unsere Barbaren. Ja, mein Handy spinnt mal wieder ein bisschen. So, jetzt setzen wir da einen Heilzauber, dann da noch einen Heiler. Weil der ist gerade futsch gegangen. So, dann setzen wir hier. Und hier setzen wir jetzt auf den Bogenschützenturm, weil das ist der einzige, der unseren Magiern noch was machen kann. So, setzen wir jetzt einfach mal was drauf. Und damit haben wir jetzt... Ja. Der hat es auch klug gemacht. Okay, egal. Das kriegen wir hin. Wir haben noch alle drei Barbaren, oder? Haben wir noch alle drei? Ne, wir haben nur noch zwei? Wo ist denn der dritte Barbar hin? Naja, scheiß drauf. Ist ja jetzt egal. Dann haben wir halt nur noch zwei Barbaren. So. Das geht hier auch locker. Ich hoffe, die teilen sich auf. Ja, der Magier geht dahin. Gut, also, dann gehen die erst dahin, dann dahin und dann dahin, denke ich mal. Bis die Riesen da angekommen sind, ist es schon lange dauern. Naja. Wenn die jetzt da durchlaufen, ich... Okay, ich dachte schon, die laufen durch. War das dumme Truppen gewesen? Naja. Okay, wir haben jetzt hier noch 100% Bonus bekommen, ganz gut. Dann haben wir jetzt noch ein paar Elixier und Gold wieder im Vorrat. Dann haben wir in meiner Clanburg auch noch ein paar. Ja, hier haben wir noch ein bisschen 10.000. Also, das sieht ganz gut. 100.000, nicht nur 1.000. Das wäre vielleicht ein bisschen wenig. So, den Wutzauber wir leider noch nicht machen. Erst ab Rathaus 7. Und ich habe gesagt, dass ich immer... Okay. Kann ich nicht aufleveln. Dass ich erstmal alles auf Max bringe. Und dann auf das höhere Rathaus gehe. Ich glaube, das macht... Boah, das machen viele so. Ich sage jetzt nicht, dass es alle machen, aber viele. Manche machen es auch so, dass die irgendwie nur...
eins, zwei Abwehr haben und dann die ganz und dann alles vollstellen mit ihren Mauern und Sammlern. So kann man es natürlich auch machen, aber es würde nichts bringen. So, ich würde sagen, können wir natürlich nicht. Ich denke mal, den Drachen können wir auch erst. Ah, schade. Okay, also wir können hier nicht sonderlich viel machen. Einfach nochmal aufs Nachtdorf kämpfen hier einfach nochmal. Ich denke mal, das sieht gut aus. Ich kann mir ziemlich genau denken, wo der Tesla steht. Nicht da hinten. Hier müsste der eigentlich stehen. Ich kann einfach mal einen Minion hier hin platzieren. Nee, hier steht er nicht. Okay. Komisch. Steht er nicht? Ich hätte jetzt erwartet, dass er steht, aber anscheinend steht er da nicht. Sehr gut, die gehen natürlich erstmal auf den Riesen, vielmehr auf die Riesen, die jetzt aber leider einen Nachteil haben, weil sie die Mauer zerstören müssen. So, das passt. Jetzt laufen die nämlich ganz in Luftabwehr. Und dann holen wir vielleicht sogar noch die. Oh, 44%. Da stand der Tesla. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass da der Tesla steht. Komisch. Naja, vielleicht kriegen wir ja sogar einen Sieg. Was? Wir haben wirklich einen Sieg bekommen. Wie konnte der gegen unser Dorf 34% holen? Das ist sau schlecht, unser Dorf. Da hat er die Barbaren hinplatziert. Ich verstehe warum. Er setzt die Barbaren genau vor die Doppelkanone. Das Problem ist, die laufen ja nicht mal über Doppelkanone. So. Zack. Hier. Da geht er zwar auf den Riesen, die Dopp der Barbar geht trotzdem nach da. Hier. Unsere Doppelkanone war eigentlich schon. Unsere Doppelkanone war so logisch. Naja. Es ist auch eine Premiere, weil es wird wahrscheinlich mein erstes geschnittenes Video, was ich hier mache. Warum kann der eigentlich nicht so hoch stehen? Ich finde ihn so hoch viel besser. So sieht er aus wie ein Klumpen. Naja, ich habe ihn gerade erst gebaut. So, hier habe ich meine Juwelenmine. Warum? Dieses hohe Glas eigentlich immer. Wahrscheinlich wegen der Barbarenstatue. Die sollte ich auch mal irgendwann wegmachen. Die sollte ich auch mal irgendwann wegmachen. Okay. Nächster Kampf. Wir holen hier noch den Pop. Wir holen hier noch den Bonus. Wo könnte der Tesla stehen? Genau da. Bin ich mir relativ. Zack, 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 zack. So. Ah, verdammt. Die Luftabwehr. Ah, verdammt. Die Minions sind weg. Das hat natürlich jetzt genau nichts gebracht. 30%. Ich denke mal, mit den 30% kriegen wir nichts hin. Okay. Das haben wir auch verkackt. Also ich würde sagen,
Das war es dann auch mit meinem allerersten Clash of Clans Video. Wenn ihr mehr davon wollt, dann entweder schreibt es in die Kommentare oder zeigt es mir mit einem Like. Ich hoffe, dass der Like-Button gespammt wird und ich dann mehr Videos davon machen kann. Wir können hier nochmal gucken, wie wir verloren haben. Okay, dann bis später. Oder vielmehr bis zum nächsten Video.